Achtung, Achtung, kleine Vorwarnung. Ihnen und uns, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer und uns hier im Raum, droht nur eine Gefahr bei Baywatch Berlin. Unsere ungebremste Inspiration. Es kann sein, dass es jetzt hier losgeht und nie wieder aufhört, weil uns die Ideen und die Dynamik aus praktisch jeder Pore schießt. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Baywatch Berlin, eine neue Ausgabe mit meinen zwei Freunden, möchte ich sagen. Das Thomas und Jakob an meiner Seite. Hallo. Die habe ich irgendwann unter meine sogenannten Fittiche genommen. Was sind eigentlich Fittiche? Was weiß ich, das sind meine Flügel, meine schützenden Flügel. Ja, Flügel? Bestimmt irgendein Huhn. Weil ich habe mir vorgenommen, dass ich junge Talente fördere, dass ich denen die Möglichkeit gebe, auch mal was zu machen. Ich habe Jakob beispielsweise hier in Berlin in einem Innenhof gefunden, wie der auf so eine alte Cola-Dose eingeredet hat, in dem so die Witze erzählt hat. Und da habe ich irgendwie so gehört, in dem Jungen steckt was, der ist ein ungeschliffener Diamant, den muss man einfach mal so ein bisschen konfektionieren und ein bisschen, sagen wir mal, hier und da mit Handwerk ein bisschen angleichen an das, was so erwartet wird. Ja. Und dann habe ich dich mitgenommen hierher und dann hast du dir ganz schüchtern hier alles angeschaut und hast mal so mit dem Finger aufs Mikrofon geploppt. Und ja, jetzt sitzt du hier und so los geht's. Ganz lieb von dir, ja. So ähnlich war es bei Thomas. Thomas kommt aus so einem Programm für Problemjugendliche und der war ganz oft, ich glaube, zum 3- oder 4-mal waren sie mit dir angeln in Finnland, um da irgendwie deine Aggression halt dein Maul. in den Griff zu kriegen und so. Aber wie das oft so ist, diese, zurückintegrierenden Maßnahmen, die jetzt von deutschen Jugendämtern da sehr fantasievoll gestaltet werden, haben bei denen nicht so richtig gefruchtet. Am Ende gab es immer wieder kleinere Gewaltausbrüche. Ja. Aber seit du hier bei uns sitzt, muss man wirklich sagen, geht das alles viel besser. Das Ventil des Drüberredens ist offenbar dann doch etwas, was dir in den Kram passt. Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich finde gerade, Schmitti war früher viel leichter zu provozieren. Und irgendwie scheint dieser Podcast auf dich auch eine therapeutische Wirkung tatsächlich zu haben, weil du irgendwie ausgeglichener bist. Findest du? Und ich habe mir für die heutige Folge vorgenommen, das kann so nicht weitergehen. Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Im Verlauf der Sendung hole ich die hier praktisch aus meinen Notizen raus, um dich zu provozieren. Nee, ich habe gedacht, wenn eins hier fehlt, dann ist so ein bisschen die Würze Afrikas, so ein bisschen das, was die Bohne so richtig... Das Temperament Mittelamerikas. Das Temperament Mittelamerikas. Das Feuer Brasilien. So, das fehlt alles. Alles, was so einen guten Kaffee ausmacht. Und das werde ich heute aus dir raus, wie wir Espresso-Fans sagen, extrahieren. Meinst du? Ja. Gibst du mir eine Vorwarnung? Ich habe einen Antikörper habe ich entwickelt, den ich da auspacken kann. Also das eine Thema hat was mit AirPods zu tun, diese neuen Kopfhörer. Mhm. Und da will ich mal dich kritisch fragen, ob das denn alles noch so im Rahmen der Höflichkeit ist, den Einsatz, den du damit betreibst. Und der Rest hat was mit Füßen zu tun. All das später. Das sind auf jeden Fall zwei Trigger-Themen, das kann ich schon mal sagen. ansonsten, wie geht's dir, Jakob? Was macht das Leben? Du bist heute nicht mit dem Fahrrad angereist, genau, weil das ja zu anstrengend war. Und da habe ich direkt eine Nachfrage. Ja. Du hast dich doch mal so richtig witzig auf die Schnauze gelegt mit deinem E-Bike. Da bist du morgens ins Büro gekommen vor ein paar Jahren, sahst aus, als hätten sie dich verhauen am Cottbusser Tor. Also richtig so, als hätte man dir die für einen Film geschminkt. So eine Verletzung hattest du. War zitterst du am ganzen Körper und dir kam die Angst noch aus den Augen. Was hätte alles noch Schlimmeres passieren können? Was war genau da mit deinem E-Bike? Also man muss vorne anfangen. An diesem Tag, deswegen kann ich ihn auch relativ genau bestimmen, wenn mir der Geburtstag von unserem Kollegen Thomas noch einfiel, also Thomas Martins, der hatte an dem Tag Geburtstag und das ist jemand, der sich extrem schämt, wenn er Geburtstag hat. Also und es war ein Sonderfall, weil es ist mitten im Sommer, im Juni gewesen, dass wir alle im Büro waren. Normalerweise sind dann alle unterwegs zum Duell um die Welt oder irgendwie im Urlaub und wir waren alle im Büro. Also habe ich ihn wochenlang gequält damit, dass ich gesagt habe, du wirst Geburtstag im Büro haben und ich werde alle 10 Minuten das Lied singen, Geburtstag im Büro. Das geht so, Geburtstag im Büro, Thomas Martins. Und das, da hat er natürlich zu Recht Angst vor. Und das wollte ich alle 10 Minuten singen. Und dann wird er immer so rot und kratzt sich an der Schläfe. Und das habe ich angedroht und bin morgens damals auf mein Elektro-Fahrrad gestiegen. Ich habe verschiedene Gefährte, weil ich immer schaue, wie kann man sich noch fauler fortbewegen als mit dem Auto. Und das war damals eines der ersten Elektro-Fahrräder, weil ich das in Israel gesehen habe, dass das da schon Trend war. Und da habe ich mir als Trendsetter das besorgt, bin damit ins Büro und das war ja damals so, dass unser Büro war auf einem Gelände, was durchzogen war von alten Tramschienen. Ja. Tja, und da ist die Geschichte schnell erzählt. Ich da mit, ich glaube, 23 km/h in der Spitze bin ich in die Tramschiene geraten. Das hat mich richtig einmal vom Fahrrad gebounced. Und ich hatte, es war ja Sommer, ich hatte einfach nur ein weißes Hemd an und das war wirklich zerrissen und es hat überall geblutet.
Ja, ja. Also ich kam praktisch wie Jesus vom Kreuz im Büro an. Ja, also wie frisch vom Kreuz. Mit dem Unterschied, dass Jesus keinen Fahrradhelm aufhatte. Und es hat sich keiner gefreut, als ich wieder auferstanden bin. Also das muss ich auch sagen. Und ich kam also den Tränen nah, und da muss ich eben den Thomas Martins loben. Der hat sich einerseits gefreut, dass ich jetzt diese Lieder nicht singen konnte, und er hatte das Gefühl, es war ein Zeichen Gottes, dass Gott gesagt hat, nee, du heute nicht, und hat mich da vom Fahrrad geschmissen. Und dann, du lässt den Thomas heute in Ruhe. So war's. Und ich habe nicht gesungen, den ganzen Tag nicht, aber er hat mich im Gegenzug hat er mich nach Hause gefahren, dort hatte ich die Möglichkeit, mit einem frischen Hemd wieder ins Büro zu gehen. Weil ich war so entwürdigt. Es gibt so Lebenssituationen, die entwürdigen dich von außen. Und ich finde, so ein blutiges, knittriges, aufgerissenes Hemd entwürdigt einen von außen, genauso wie Schwitzen. Das ist wie eine vollgepisste Hose. Ja, das muss einfach nicht sein. Ich hab übrigens, wisst ihr, was das beste Mittel ist gegen eine vollgepisste Hose? Ich bin gespannt. Also wenn man jetzt weiß, man hat ein Problem mit Inkontinenz, ne? Ja. Zum Beispiel Ozzy Osbourne, der hat das Problem, ne, durch halt irgendwie, was ist das, 50 Jahre Heroin zum Frühstück. Irgendwann setzt die Inkontinenz ein, wenn man Glück hat. Das ist noch eins der besseren Sachen, die passieren können. Ja. Und der hat auf der Bühne, wenn er merkt, oh, geht gleich los, ne? Ja. Gesetzt im Fall, er hat eine weiße Hose an und singt gerade. Und dann hat er auf der Bühne einen Eimer Wasser stehen, den er sich dann komplett über den Kopf gießt. Natürlich in der Behauptung, ihm sei wahnsinnig heiß. Ja. Aber nur, damit man dann nicht sieht, dass er sich. Ah, jetzt verstehe ich, jetzt fühlt sich das Bild zusammen. Das alte Cleverle, ne? Oh. Es ist, und dann denkt man so, ja, auf so einer Bühne ist das ja krass. Ne? Ja. Klar, da wundert man sich ja nicht, dass man sich einen Eimer Wasser über den Kopf gießt. Aber wenn man das Ding weiter dreht, ja. Wenn die Alternative ist, sich vor allen Leuten in die Hose zu machen, ist eigentlich in fast jeder Situation des Lebens ein Eimer Wasser über den Kopf besser. Selbst wenn es im Prinzip nicht zur Situation passt. Also wenn du jetzt im Bewerbungsgespräch bist. Ja. Und du sitzt da und du merkst, es geht los. Sofort Wasserglas. Sofort Wasserglas und sofort über den Kopf, über die Hose, am besten einen ganzen Eimer. Klar, wirst du in Erinnerung bleiben als der komische Typ, der sich einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen hat, aber immer noch besser als der sich in die Hose gemacht hat. Das heißt, stimmt. Also es ist immer die bessere Alternative. Aber ich finde es gut, so im endlich Kino, mal, egal. Endlich in mal, der Oper. Endlich mal eine Schattenseite von Heroin. Also für alle, die immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, ich teste es mal aus. Nein, ihr pisst euch unkontrolliert ein, lasst es sein. Ja, das ist die eine Sache, die nicht gut ist daran. Das stimmt. Es gibt ja immer mal wieder so Berichte, gerade aus den 80er Jahren, wo man das Gefühl hat, das haben die sich morgens aufs Brot geschmiert und sind irgendwie alle immer noch da. Also die Rolling Stones oder so. Ne? Jetzt weiß man endlich, es gibt doch schon so ein paar Sachen, die nicht so gut sind daran. Ja, teilweise, wenn du das Weiß-Magazin liest, dann kommst du ja vor wie ein Spießer, wenn du nicht eigentlich schon zum Frühstück alle Drogen einmal genommen hast, bevor du zur Arbeit gehst. Ne? Ja. Also, macht ihr nicht? Nein, das ist, glaube ich, nicht ratsam. Ich habe zu viel Angst davor. Ich finde es immer total toll, mich mit Leuten zu unterhalten, die Drogen genommen haben oder viel Erfahrung haben mit Drogen. Die quetsche ich immer so aus. Ne? Während sie die Drogen nehmen? Oder? Ja, im Idealfall, während sie genommen haben natürlich. Ne? Weil ich dann immer sage, was siehst du jetzt? Was siehst du jetzt? Es gab eine große Tankstelle in Oldenburg, das Westkreuz. Und da war so ein stadtbekannter Drofi, der lief vor diesem Westkreuz immer hin und her und guckte immer so über die Tankstelle. Und ich kannte den. Ne? Und habe ich gesagt, Hakan, was siehst du denn da? Ne? Was ist denn da? Was siehst du denn da oben? Und er hat gesagt, da ist ein Drache. Da ist ein Drache über dem Westkreuz. Und da kommt ganz viel Rauch zwischen den Schuppen raus. Kannst du das auch sehen? Und das beeindruckt mich bis heute. Und ich beneide ihn fast darum. Natürlich war das jetzt in der Realität ein armseliges Bild, wie der da so, hinter so einem Stromkasten da auf und ab läuft und da guckt, wo nichts ist. Aber eigentlich ist das doch total toll. Und deswegen befrage ich immer Leute. Ich war zum Beispiel hier in Berlin mal in so einer Bar und da gab es einen, der hat Ketamin genommen. Den konnte man da befragen. Wie, der saß da zum Befragen? Nee, also der hat mir meine Fragen beantwortet. Das ist ja ewig schon her. Und Ketamin ist eigentlich Pferdeberuhigungsmittel. Und es gibt das sogenannte K-Hole, dann geht gar nichts mehr. Was bedeutet das? Ja, dann kann man nur noch irgendwie die Augen bewegen, sonst nichts mehr. Ne? Also man macht eine Reise durch den eigenen Geist. Und ich weiß, ich habe es ja noch nie genommen. Aber der hat mir zum Beispiel erzählt, er sei ein Ketanaut. Und er reist gerade von einem Samstag, an dem wir uns befanden, in den Samstag von letzter Woche und in den nächsten Samstag kann er reisen. Ja. Ja, während er praktisch da ist. Er kann eine Woche zurück und eine Woche nach vorne. Dann habe ich ihm die Frage gestellt, ob er deswegen das Gefühl hat, dass er von einem Samstag in den nächsten reisen kann, weil sich die Abende, die er da verbringt, ja schon ähneln. Ne? Wenn er also praktisch komplett im Ketamin bewegungslos in der Ecke sitzt. Das kann ja sein, dass man jetzt nicht mehr genau weiß, war das jetzt KW 51 oder KW 37. Nach Lottozahlen hättest du ihn fragen sollen.
Ja. Dann hätte man gewusst. Zu Ketamin weiß ich aber auch noch, als wir in Kroatien für Duell um die Welt gedreht haben. Das war ja kein Kicker, oder war das Kicker? Pass auf, wir hatten da, wir haben vorher uns mit Ärzten unterhalten, die möglichst dubios sind und so abgefragt, okay, was kann man da reinfüllen, was kommt da normal rein, welche mehr sagen, Dosierung. Worum es geht. Genau, das war ein Team-Match quasi, das Team Klaas von Duell um die Welt und das Team Joko hat sich in Kroatien getroffen und denen wurde unterbreitet, dass man mit Betäubungsgewehren quasi Paintball spielt. Also auf einem alten, verlassenen Gelände haben wir mit Betäubungsgewehren auf uns geschossen. Soll man nicht machen, ne? Soll man nicht machen. Nein, das soll man nicht nachmachen. Aber wir sind ja nicht völlig kopflos da reingestolpert, sondern das Rechercheteam hat sich vorher Gedanken gemacht, okay, was kann man, in welcher Dosis kann man diese Spritzen befüllen, die da verschossen werden? Und da haben wir eben ein paar dubiose Ärzte angerufen und haben uns beraten lassen. Und irgendwann waren wir dann auch so weit, dass wir wirklich uns informiert haben, wo kriegen wir jetzt Ketamin her, weil da wurde uns bescheinigt, dass das wahrscheinlich das Lustigste wäre, wenn wir uns in diese Spritzen da Ketamin reinfüllen und uns die reinhauen. Das war Ketamin? Nein, war es nicht. Es war im Endeffekt, haben wir uns doch für ein anderes Mittel entschieden. Das ist näher dran an dem, was wirklich in diesen Betäubungsgewehren drin ist. Aber in der geringeren Dosis, ihr habt es ja mitgekriegt, wie das gewirkt hat. Also wir sind ja nicht tot umgefallen und wir waren 5 Tage bewusstlos. Also am härtesten hat es erwischt unseren Kollegen Rauli. Der war für irgendwann gar nichts mehr zu gebrauchen. Flöten-Rauli. Ja. Wer ihn kennt, der letztens Bohemian Rhapsody performt hat bei Late Night Berlin, das ist Flöten-Rauli. Vorher war er der Alles-ist-Scheiße-Rauli und davor war er Panzer-Rauli. Denn als er für nichts mehr zu gebrauchen war, konnte man ihn nur noch in einem Stellungskrieg einsetzen als menschliche Front, indem wir ihn mit einem so ein Pappkarton habe ich ihn abgedeckt, seinen Gewehrlauf habe ich dann da durch so ein Loch gemacht, dann sah er im Prinzip aus wie ein Panzer und so konnte man ihn noch ganz gut verwenden in unserem Kampf gegen das andere Team. Das war im Prinzip ganz gut und er hat sich fürs Team geopfert da. Das war auch eine der spannendsten Sachen, an der ich je teilgenommen habe, muss ich wirklich sagen. Das hat Spaß gemacht. Nee, ich fand eben nicht, das hat mir keinen Spaß. Mir war das zu spannend. Ich weiß aber, dass ihr wart ja auch zu Recht in einem Team. Ihr seid so Thrill-Seeker, sagt man, glaube ich, im Jochen Schweizer Katalog. Ihr liebt das, wenn da so eine Spannung in der Luft ist. Und macht Spaß. Wenn jederzeit jemand so einen Fall mit so einer Nadel ins Auge kriegen kann und so, das findet ihr irgendwie gut. Und ich war wirklich zitternd und ich war völlig am Ende. Nass geschwitzt bis auf die Knochen. Hat mich sehr, sehr angestrengt. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich auch einen wichtigen und aber auch lustigen Aspekt unserer täglichen Arbeit, die wir so haben in der Redaktion, dass wir oftmals nach bestimmten Berufszweigen suchen, aber immer die Unseriösen, damit die das machen, was wir wollen. Dr. Nick Riviera und so, das ist so die Preisklasse. Exakt. Es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir irgendwelche Experten oder so ranziehen, die tatsächlich Ahnung haben vom Fach, sondern wir wollen irgendwelche Leute, die uns mehr oder weniger in ihrer Unseriösität bescheinigen, ach, das kann man schon machen. So Leute, die mit der rostigen Gartenschere eine Operation anbieten würden. Ja, wir waren ja jetzt 8 Jahre, machen wir Duell oder so, und wir haben mittlerweile ein weltumspannendes Netz an unseriösen Leuten zusammengekramt. Und wir können jederzeit hier Nummer rufen, was, wo, Venezuela, kein Problem, da kenne ich Doktor irgendwas. Dann rufen wir da an, sagen, ja, wie, ach so, eine Kuh an einen Helikopter binden, das ist kein Problem, kriegt er übermorgen. Ja, dann muss ich nur eure Personalausweise einsammeln und vorher nehmen wir alle LSD. Ja. Das ist dann so die Maßgabe. Meistens sind das aber auch so Abgehauene. Ne? Oft sind das ja gar nicht Leute aus dem Land, sondern es sind so Deutsche, die sich immer mal verpisst haben aus Gründen. Die wohnen also nicht mehr in Deutschland. Zu unseriös für die Auswanderer. Genau. Wir haben da ein neues Business. Und die kann man dann da kontaktieren und die versprechen einem auch das Blaue vom Himmel, das klappt dann alles hinten und vorne nicht. Man muss dann in dem Land selber gucken, wie es geht und dann auf einmal ist dann das eine Flugzeug doch nicht da und das dauert doch alles 3 Tage länger und ach, hier ist eine Überschwemmung seit einem halben Jahr, wusste ich gar nicht, ja, dann müssen wir doch die andere Route laufen und so. Und dann heißt es immer am Ende mit der Bezahlung bitte auf das Konto von meiner Frau. Und das hat natürlich auch Gründe, ne? Also es sind immer so ein bisschen davongelaufen, ne, aus Deutschland, ne? Gut bei Deutschland, aber ohne Rückfahrticket, weil es hier auch schon nicht so gut lief und die Erfahrung, warum das so ist, im Prinzip so ein bisschen eigentlich das Schicksal, was auch einem Ronald Schill drohen würde, wenn jetzt die Promis unter Palmen anrufen würde, der würde irgendwann auch so Abenteuerfahrten durch die Favelas anbieten. Ne? Ja. Das Krasseste dahingehend war wirklich in Venezuela dieser Helikopterpilot. Das hat so, da musstest du, die Aufgabe war, einen Wasserfall runter mit einem Schlauchboot und du warst angeseilt an einen Helikopter und
wenn du dann den Wasserfall runtergefahren bist, bist du in das Seil reingefallen sozusagen und bist dann mit dem Helikopter weggeflogen. So. Ach, das ist ein richtiger. Und das war so ein Typ, Cowboy, der, ne? Wie Cheech and Chong sah der aus. So wie, so ja? Der, wie Cheech and Chong. Also das ist, das sieht aus wie so der Don Neto bei Narcos. So sah der aus, genau so wie Don Neto. Ich googeln, ja, wir aber blenden es ein. Wir blenden es ein. So sah der aus und der hat sich dazu bereit erklärt, und das sagt schon alles, wenn wir bis nach Venezuela fliegen müssen, um diesen Stunt machen zu können, weil sonst wirklich weltweit alle gesagt haben, ihr habt sie nicht mehr alle. Weil, wisst ihr, was das bedeutet? Da an so einem Wasserfall, der kann auf irgendeinen Felsen aufschlagen, dass der Helikopter verliert irgendwie das Gleichgewicht, wenn da auf einmal die, sagen wir mal, 80, 90 Kilo dranhängen. Und wir wollten den Stunt auch immer mal wiederholen oder irgendwie variieren. Never. Und dort in Venezuela kein Problem, und das war auch kein Stunt-Pilot, sondern es war ein normaler Frachtpilot, der da geflogen ist wie die gesenkte Sau. Das aber auch perfekt. Das ist perfekt. Natürlich, das ist genau wie die in zum Beispiel in Indien, ja, können die halt wesentlich besser Auto fahren. Und in Venezuela können sie auch besser Helikopter fliegen, weil sie natürlich mit ganz anderen Gefahren zu tun haben, denen sie täglich und minütlich teilweise ausweichen müssen. Die fliegen damit im Helikopter hoch, der keine Türen hat, und da in Venezuela war es nämlich auch so, dass ich unseren Kollegen Olaf da mal gerettet habe, weil nämlich bei der ersten Linkskurve die Tür aufging vom Helikopter. Derselbe Pilot war das. Das war derselbe Pilot, und den hatte ich 10 Sekunden vorher angeschnallt, ansonsten wäre der da einfach in den Urwald gefallen. Oh, Gottes Willen. Und das sind so kleine Sachen, du fliegst da einfach los und benutzt das Ding letztendlich wie ein Taxi. Apropos Taxi. Weißt du, dass wir in Venezuela waren wir da im Busch und mussten irgendwie drei Tage da in irgendwelchen Hütten pennen, weil wir nicht auf diesen höchsten Wasserfall der Erde fliegen konnten. Mhm. Das Wetter hat nicht gepasst. Dann hingen wir da fest. Und da haben wir irgendwann, gingen uns so die Nudeln aus und es gab kein Reis mehr und es war alles so ein bisschen scheiße. Und da haben wir gerade so einen Lagerkoller bekommen, wie so Woche 2 im Dschungelcamp. So. Und auf einmal sehen wir halt irgendwie unseren Helikopter abheben und so über die Baumwipfel davon schweben. Und wir haben gedacht, was denn jetzt? Jetzt haut uns doch der Helikoptermann ab. Was ist denn jetzt los? Und so 3 Stunden später kommt der Helikopter wieder zurück, landet auf der Wiese vor unseren Hütten und raussteigt Michael Semmerzidis, unser Aufnahmeleiter, mit 2 Sixpack Bier. Und dann sind die aus dem Busch mit unter dem schlechten Wetter durchgeflogen. Da, keine Ahnung, ins nächste Dorf, haben da 2 Sixpack. Zum Späti. Ja. Das teuerste Bier der Welt. Genau, und dann hat er gesagt, so, hier haben wir Bier für die gute Laune, jetzt können wir weiter warten. Ja, und das war eine gute Sache, muss man sagen. Ich kann mich auch noch eine Sache noch kurz erzählen. Zum Thema unseriös, das gab es ja auch schon vor dem Duell um die Welt. Ich kann mich noch erinnern, da haben Joko und ich aus irgendeinem Grund selber auch recherchiert. Das ist Jahre her, ich glaube zu Neon Paradise Zeiten war das noch. Da hatte ich die Idee, dass ich ein Zirkeltraining machen möchte in einer Schönheitsklinik. Also so eine Art mit so verschiedenen Stationen. Versteht ihr, so eine Art Beastmaster, aber in der Schönheitsklinik, dass ich alles mal ausprobiere. Und da haben wir natürlich überall angerufen und jede normale Klinik für plastische Chirurgie hat uns natürlich gesagt, habt ihr sie nur alle, auf keinen Fall. Und dann so beim 10., weiß noch, dass Joko neben mir saß, ich hatte den so am Apparat und der hat sofort gesagt, ach nö, das klingt ja witzig. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich auf so einen Zettel geschrieben habe, unseriös, Ausrufezeichen, super. Und hab das so Joko rübergeschoben und Joko liest den Zettel und macht auch so den Daumen hoch und sagt, toll, da fahren wir hin. Und da waren wir dann. Da haben wir alles gemacht. Da haben wir uns Haare weggelasert für immer. Mit dem abgesaugten Fett durften wir irgendwas machen. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. Der hat ja auch so das Bauchfett so weggetrimmt. Der hat mir das Bauchfett so mit so irgendwie so weggeschossen. Das wurde dann ganz heiß. Und hat das was gebracht? Also ich frage für einen Freund. Nein, das bringt schon was, aber was müsste ich da wohl investieren? Da weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich immer mit 2 so Implantaten durch den Regen zum Bäcker gelaufen bin. In der erinnere Bluse. Mich an den Einspieler. Ja, also es wäre Sachen, die wir heute nicht mehr machen würden aus Gründen, aber. Da blenden wir nicht mal Bilder zu ein. Nee, nicht mal den Link. Nein. Dass man so im Fernsehen hochswipen kann und dann gibt's die Mats. Das können sich ganz. Joko und Klaas sind ja schön herzlich über Neo Paradise. Das können sich selber. Düsseldorf. Können sich selber raussuchen. Ja, okay. So, und. Also das dazu, ne? Das sind also die Erfahrungen mit unseriösen Leuten, die man so weltweit macht. Merkst du eigentlich, wie lebendig ich dich heute anstrahle?
Ja. Ich habe mir nämlich die letzte Folge angeguckt und ihr habt alle recht. Ne? Es gibt ja so Restless Bitch Face und ich habe das Restless Bored Face. Also ich wirke immer extrem, ich schalte richtig so, ich war schockiert von mir, vor allem wenn ich die Sendung auch schneide. Ja. Man sieht die ganze Zeit, wie ich ihr erzählt was und ich gucke so. Ja, da, weißt du, uns alamiert das gar nicht mehr, weil wir kennen dich seit 10 Jahren. Und es ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich höre euch zu, ich bin wach, ich bin da. Ja. Ich wirke aber wirklich wie so ein Zombie da. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, so, ich werde vielleicht auch mit Gesten das unterstützen. Dass ich irgendwie immer so und dir immer so zunicke, dass ich zuhöre. Ich werde mich da... Also ganz ehrlich, mir ist es lieber, du verteilst deine Aufmerksamkeit und auch dein nettes, neues Ich. Du bist ja ein bisschen wie Markus Söder. Ne? Auf einmal fällt ihm wieder ein, dass er auch mal nett sein kann. Ich kann doch Kanzler werden. So, Schmitty vor Kanzler. Und du schießt dir deine ganze Nettigkeit in den 1,5 Stunden hier raus und den Rest der Woche muss man sich wieder das Gemecker anhören. Also mir ist es lieber, du verteilst dein neues Ich so ein bisschen auf die Woche. Paritätischer. Du kannst jeden Tag ein bisschen meckern, bist aber auch ein bisschen nett. Ja. Mir bringt das nichts, wenn du hier die ganze Woche... so bist wie immer und nur hier für alle Leute so tust, als wärst du hier der neue Thomas Schmidt. Leute, was hast du denn da für ein Lätzchen? Wisst ihr, was das ist? Ihr kennt es, ihr wart bei der Aufzeichnung von Late Night Berlin. Mhm. Ein Mundschutz. Das ist ein Mundschutz. Das haben wir an alle Mitarbeiter von Late Night Berlin verteilt, für die, damit man die Aufzeichnung den Zeiten anpasst. Und also haben wir im Grunde auch bei der Probe im Studio gesessen und hatten diesen Mundschutz auf. Mhm. Und das Geile ist, und ich finde, das muss man dringend, wenn es Sachen gibt, die nach der Corona-Krise erhalten bleiben müssen, ist es die Akzeptanz von solchen Mundschützen. Ja, das stimmt, ja. Und nicht wegen der Hygiene oder sonstiges, sondern... So, das wäre mir jetzt wichtig gewesen. Wenn man sich das umschnallt, ja? Mhm. Und so saßen wir gestern in der Probe. Und für dich, Glas, war es, oder auch für niemanden, war es ersichtlich, ob man wirklich darunter lacht oder sich gerade zu Tode langweilt. Und naja, aber es war ja klar, dass ihr lacht, weil ihr könnt euch ja nicht langweilen. Nee, also A, ist es ja... Das ist ja klar. Es ist ja faktisch unmöglich, sich zu langweilen in der Probe. Das ist unmöglich, ja. Aber, also deswegen habe ich da nicht geredet. Also man konnte eure Emotionen nicht rauslesen. Ja. Aber mir war völlig klar, dass ihr euch wegschmeißt. Ja, das Geile ist, du musst nur mit den Schultern wackeln, ist mir aufgefallen. Du kannst also so, erzähl mal was, lalala. Mhm. Und dann machst du so, dann machst du so und dann... Mach mal die Maske weg, wie du. Das stimmt, das funktioniert. Ne? Aber eine Sache, die du vielleicht auch lernen musst im Laufe deines Lebens, ich weiß nicht, ob das noch klappt, weil du jetzt ja auch jetzt keine knackige 22 mehr bist, mit den Augen lachen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich weiß nicht, ob das mit den Augen lachen. Ich zum Beispiel, ich glaube, ich kann ganz du gut. Du bist mit den Augen lachen. Ich bin mit den Augen lachen. Ne? Ich würde auch sagen, hier, guck mal. Ja, du kannst. Ich lache mit den Augen. Ja. Aus mir heraus. Schmidt lacht nicht so richtig mit den Augen. Ne? Ja. Nee, das sieht aus wie drücken. Das sieht nicht aus wie lachen. Ich muss mir das Wasser über den Kopf schütten. Eine andere Sache wollte ich noch sagen, die ich mal grundsätzlich mal an alle rausgeben wollte, die mir persönlich in meinem Privatleben aufgefallen ist, die ich nicht mehr so oft hören möchte. Ah, okay. Und das ist eine Formulierung, die nur so dahergesagt wird, die aber manchmal die Tätigkeiten, die ich so mache, klein macht. Und das ist nichts, was ich gut finde. Eine Formulierung von dir oder von anderen? Nee, von anderen für mich. Für andere aber auch, die auch mal was erledigen und so. Ihr kennt das doch, wenn ihr, und das ist ja momentan vielleicht häufiger so, wenn man mal so Sachen anpackt, die lange liegen geblieben sind. Mal dies ausmisten, mal das machen, mal das machen, mal irgendwie die eine Lampe nochmal neu anbringen. Den weißen Schrank mal ausmisten. Den weißen Schrank mal ausmisten. Oder das ist Ungetüm. Mal irgendwie hinterm Haus da diesen einen Erdhaufen mal da woanders hinmachen oder so. Ne? Irgend so ein Scheiß, auf den man nie Bock hat und man kann sich immer gut mit keine Zeit rausreden. Jetzt packe ich so eine Sachen öfter mal an und entwickle, obgleich mir das keinen Spaß macht und das eine harte Arbeit ist, die anstrengend ist und die ich blöd finde, die ich völlig zu Recht ein halbes Jahr vor mir hergeschoben habe, entwickle ich so eine gewisse Grunddisziplin dabei. Und mache das einfach beflissen, mecker auch nicht und arbeite das halt einfach ab und fertig. Fühle aber die ganze Zeit schon die Anstrengung und freue mich schon darauf, wenn ich gleich fertig sein werde und habe auch wirklich das Gefühl, ich schaffe hier gerade was. Und wenn dann jemand zu einem kommt und sagt, na, du bist ja wohl voll in deinem Element, was? Dann wird meine Aufgabe gleich... Das hat sich auch. Dann wird meine Aufgabe gleich ganz klein gemacht. Ich habe das jetzt so richtig festgestellt, dass ich das nicht mehr hören will, dass ich angeblich in meinem Element sei, nur weil ich nicht pausenlos mecker. Ich könnte pausenlos meckern, weil ich bin ein erwachsener Mensch, der mittlerweile eine gewisse Grunddisziplin hat. Und deswegen mache ich das halt einfach. Und ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit ein Gesicht machen wie 7 Tage Regenwetter, weil so schlimm ist es ja auch nicht. Aber in dem Moment, wo einer sagt, na, du bist ja voll in deinem Element. In dem Moment wirkt es so, als würde ich mich mit Spaß und Wonne darauf stürzen und hätte im Prinzip gar nichts erledigt, weil ich das ja auch als Hobby gemacht hätte, diesen Sandhaufen dahin zu machen. Nein, das sagt man nur zu Leuten, die ein Idiot sind und die eigentliche Tätigkeit eigentlich nicht beherrschen. Weil du sagst nicht zu Michael Schumacher, du bist ja in deinem Element.
Element, dass du schnell rennfährst. Das sagt man nicht. Man sagt, wenn ich zum Beispiel das einzige Handwerkliche, was ich kann, ist Bilder aufhängen. Nagel in die Wand, Bild ran. Ne? Wenn dann zu mir jemand sagen würde, du bist ja voll in deinem Element, heißt es, du kannst ja eh nichts, aber das machst du jetzt mal ganz das okay. Das ist die eine Ausrichtung. Weißt du? Nee, aber ich meine es anders. Das ist die eine Ausrichtung, das geht auch. Bei mir ist es eher so, dass mir abgesprochen wird, dass ich mich hier gerade anstrenge. Sondern es wird so getan, als wäre das eine Spaßsache. Als würde dir das Freude machen. Ja, du machst nicht, um dich aufzuopfern, sondern auch so aus Spaß hier mal. Da wühlt er da in seinem Haufen rum. Das macht ihm ja Spaß. Ja. Schön die dreckigen Finger, das findest du gut. Ne? Aber irgendwann hörst du auch mal auf, weil wir müssen auch noch mal ein paar andere Sachen machen heute. Ne? Und ich sage jetzt, das ist doch schon eine andere Sache. Ich mach doch schon was mir gar keinen Bock macht. Und nur weil ich nicht alle fünf Minuten reinkomme und sage, boah, der Scheißhaufen ist immer noch so groß. Sondern ich das halt einfach mache, weil ich denke, ich bin jetzt auch, ich kann das doch einfach mal durchziehen. Und ich finde, man soll, wenn man nicht in seinem Element ist, möchte ich von Leuten so gut gekannt werden, dass die nicht immer zu mir sagen, ich sei ja wohl voll in meinem Element, wenn ich es nicht bin. Aber eigentlich müsste man sagen, ich bin dir so dankbar, dass du dich um diesen Haufen kümmerst, dass mir so richtig vorkommt, dass du seist in deinem Element. So müsste es sein, ne? So wäre es richtig. Ja. Ja, du hast so eine komplett selbstlose Hingabe. Du nimmst hier was richtig auf dich. Und das und dabei wirkst du noch so, als wärst du in deinem Element. Nee, ich will, dass die eigentlich sollen Menschen dann sagen zu mir, boah, das ist ja so eine richtige Scheißaufgabe. Ich weiß total zu schätzen, dass du das jetzt hier machst, ey. Ja. Das will ich hören. Ja. Okay. Ich will nicht hören, hier, der Maulwurf hat hier wieder Spaß an seinem Spiel da wieder mit seinem Sand. Hast du dich denn mal kritisch hinterfragt, ob dieser Erdhaufen, den du da weggeschüppt hast, die wichtigste Aufgabe war des Tages? Ja, auf jeden Fall. Weil das ist die Gegenprobe. Hundertprozentig, weil da die Katzen reingepisst haben, ein halbes Jahr. Und weil es immer hieß, der Katzenpissehügel muss da weg. So, und ich habe dann jetzt den Katzenpissehügel weggemacht. Schmidt, hast du auch so einen Haufen in deiner Mietwohnung, wo die Katzen grad, pissen? Ob du mal vorbeikommst, wenn du da so in deinem Element bist. Ja, ich kann gar nicht anders. Ich stehe um 6 Uhr morgens da mit Gartenhandschuhen an und sage, wo ist der Haufen? Komm, lass mich da mal ein bisschen was wegmachen da. Im Moment wird ja viel drüber diskutiert, wie wertvoll systemrelevante Berufe sind. Mhm. Ist fast eine Frage an den Prominenten. Na, hau raus, das Ding! Fragen an den Prominenten. Lieber Prominenter Glashöfer Umlauf, ich habe eine Frage in dieser Zeit. Es geht gerade viel darum, dass man die systemrelevanten Berufe schätzen muss und ehren muss. Und zum Beispiel Krankenpfleger oder Ärzte im Krankenhaus, bis hin zu Polizisten, Feuerwehrleute, die allgemein dazu da sind, das System der Bundesrepublik Deutschland aufrechtzuerhalten. Mhm. Die Frage an dich lautet, so hältst du dich und die Sendung für systemrelevant? Nein. Oh, ich bin richtig erleichtert. Natürlich nicht. Also ist ja vollkommen klar, dass, also was für eine Überschätzung der eigenen, des eigenen Schaffens wäre denn das. Ich finde, solange man in der Lage ist, alle momentan geforderten Hygienestandards einzuhalten und sich vernünftig im Sinne der Zeit sich dazu verhalten, dann kann man das machen. Sobald das nicht mehr möglich ist, muss man das sein lassen. Dann wird es vielleicht hier und da für den einen oder anderen ein bisschen langweiliger. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen. Da muss man halt zu Hause mal ein Brettspiel aus dem Schrank holen und muss sich selber unterhalten. Das ist ja eine Fähigkeit, die man an sich selber vielleicht dann wieder feststellen muss, dass jeder Einzelne sich selber unterhält mit dem, was ihm Spaß macht. Normalerweise übernehme ich das ja. Viele Leute sind also sehr passiv in der Unterhaltung, indem ich praktisch dafür sorge, dass sie unterhalten werden, weil sie selber da nichts zu tun. Die machen nur die Augen und die Ohren auf und sagen, nur unterhalte mich. Jetzt kommt der Teil, wo ich unterhalten werde. Und das ist mein Job. Aber trägt das zum Gleichgewicht der Gesellschaft bei? Dass es man sich halt auf die Couch legen kann und sich berieselt. Das muss nicht von dir sein, das kann auch von Let's Dance sein, von Desiree Ja, Nick, whatever. Also ich glaube schon, dass das, also ich glaube nicht, dass es systemrelevant ist, aber ich glaube schon, dass es hilft. Also ich glaube, dass du dich, wenn du Fernsehen guckst, auch lineares Fernsehen gerade, durch diese Gleichzeitigkeit auch immer Teil des großen Ganzen fühlst. Du fühlst dich nicht aussortiert, sondern du schwimmst im Strom der Ereignisse irgendwie mit und bist beteiligt. Viele Leute gehen ja auch nach Hause und das Erste, was sie machen, ist Radio oder Fernsehen an, damit das irgendwie so dudelt. Die sind dann in einem ganz anderen Raum, aber es ist da. Und ich glaube auch, dass, naja, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, wenn die Stewardess anfängt zu rennen, dann kriege ich Angst. Selbst wenn das ganze Flugzeug wackelt, aber die sagt, warten Sie einen kleinen Moment, gleich kommen wir mit dem Tomatensaft, dann habe ich das Gefühl, naja, die hat das ja alles schon tausendmal erlebt, da wird es ja nicht so schlimm sein. Also solange Markus Lanz noch labert und sonst wo irgendwelche Comedians noch auftreten, Dieter nur seinen Scheiß erzählt, wir vielleicht noch da sind und irgendwie der normale Apparat, soweit es irgendwie geht, und sei es Mars Singer, weiterläuft, habe ich das Gefühl, ihr
ist noch keine Panik ausgebrochen. Mars Singer läuft gerade nicht weiter. Jetzt gerade nicht, aber es kommt ja wieder. Kommt ja wieder nach Ostern, Schmitti. Toi, toi, toi. Aber ich muss sagen, es gab immer wieder Lebensphasen in meinem Berufsleben, in dem ich sehr daran gezweifelt habe, ob das die richtige Entscheidung war, so Fernsehtyp zu sein. Ne? Weil so ganz eindeutig das ganz wenig Nutzen irgendwem bringt. Mein Vater war zum Beispiel Arzt, da ist er eindeutig, der hilft irgendwie Leuten. Ne? Und jetzt macht man nur so Quatsch und meistens Sachen, die man selber witzig findet. Ne? Und ich muss sagen, in einer Krise, wo alle gezwungen sind, zu Hause zu sein, habe ich zum ersten Mal so was ein sinnstiftendes Gefühl, weil ich das denke, wir tragen dazu bei, ob jetzt nun unsere Sendung im Speziellen oder andere Sendungen, ist ja erstmal egal, aber dass Leute gerne oder dass es ihnen leichter fällt, Zeit zu Hause zu verbringen. Ja, man darf das nur nicht überbewerten, das ist, glaube ich, das Ding. Ich glaube, es ist für jeden, der zu Hause sitzt, sich langweilig nicht raus kann, ist natürlich jede Unterhaltung gern genommen. So. Und umso, wenn es halt verschiedene Sachen gibt, ist es gut, dass es da ist. Wenn es nicht da wäre, wäre das auch nicht schlimm. Das wird man auch irgendwie hinkriegen. Aber es hilft halt, sich auch abzulenken, dass man auch nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt. So dieses Interesse an so Corona-Berichterstattung, obwohl ja die Brisanz jetzt kein bisschen abgenommen hat und auch die Nachrichtenlage sich ständig weiter aktualisiert, merkt man, dass das Interesse so ein bisschen abflaut, weil viele Leute auch manchmal so ein bisschen die Nase voll davon haben und sagen, ich informiere mich einmal am Tag, was ja im Prinzip auch reicht. Und zwar richtig und weiß dann, was los ist. Und den Rest der Zeit möchte ich auch mal andere Gedanken im Kopf haben. Und dieses Bedürfnis, das kann ich nachvollziehen. Wenn man dazu beitragen kann, dass die Leute zu Hause nicht die Wände hochgehen und denken, ihnen fällt vielleicht eine Woche später erst die Decke auf den Kopf, weil man ja noch wenigstens mit den Gedanken woanders sein kann. Dazu hilft ein Buch, da hilft ein Film, da hilft auch Fernsehen, eine Zeitschrift und ein Zirkeltraining in der Schönheitsklinik. Ne? Und ein Zirkeltraining in der Schönheitsklinik. Jakob, du hast gerade gesagt, so, du hast überlegt, ob das die richtige Entscheidung ist, bla bla bla. Ich frage jetzt mal so, wenn jetzt kommt was Bösartiges, weiß man schon, nein, ne, an der null, Stimme. Gar nicht, überhaupt nicht. Ja. Ist einfach Interesse. wenn das jetzt so ein Jahr gehen würde mit dem Virus, ne, oder sagen wir mal 5 Jahre, so, und es heißt irgendwann, okay, wir können uns den Luxus von so Clowns vom Fernsehen oder hinter der Kamera nicht mehr leisten. Ja. Wir müssen jetzt nur noch systemrelevante Berufe zulassen. Welchen hättest du eingeschlagen? Also mit dem, was ich jetzt beherrsche? Ja. Ja klar, du musst jetzt von heute auf morgen musst du überlegen, wie kannst du der Gesellschaft dienlich sein und zwar ohne den Scheiß, den du bislang gemacht hast. Ja, das ist ja das Erbärmliche. Ich kann ja nichts. Also wenn es nicht um systemrelevant gegangen wäre, dann wäre ich wirklich von Herzen gern und mit es großer um Leidenschaft wäre ich Autoverkäufer gewesen und geworden. Das hätte mir großen Spaß gemacht. Aber jetzt, wo es systemrelevant, die Autohäuser haben zu, es braucht keiner ein Auto, sondern eher alles, ich könnte, glaube ich, nichts beitragen. Ich könnte vielleicht im Seniorenheim was vorlesen oder so über eine Schalter. Das ist ja wieder so eine Unterhaltung. Ja. Du bist ja auch ein Entertainer, das gibt's nicht mehr. Aber ich kann nichts besonders gut. Naja. Sorry, da ist es. Also ich glaube, da müssen wir jetzt alle mal, also wenn der Aspekt Unterhaltung wegfällt. Was machen? Was kannst du denn? Ja, nix. Deswegen mache ich mir auch nichts vor, weshalb ich hier gelandet bin. Es gibt überhaupt keine Alternative dazu. Es war wirklich völlig aussichtslos. Das sind auch meine Eltern dran verzweifelt, dass sie gesagt haben, der Bub, der kann nichts. So, und dann habe ich halt die absurdeste Branche ergriffen und da irgendwie einen Weg gefunden, wo mir Leute glauben, dass ich doch was kann. Das ist doch irgendwie ganz... Der Bub, der kann nichts. Naja, bei mir... Halt Folgentitel. Das wird mir sehr gefallen, ja. Ich habe... Also, da steckt so viel Enttäuschung drin und so viel Resignation. Und das gefällt mir gut. Was war denn eigentlich so, was war die niederträchtigste Sache, die eure Eltern mal zu euch gesagt haben? Was war so die eine zusammengefasste, konzentrierte, größte Gemeinheit, die euch in dieser Form, was ja auch nur Eltern können, weil die natürlich einen gewissen Wert hineinlegt in das, was sie sagen. Bei anderen Leuten wäre es einmal wurscht, was die sagen, aber die Eltern, das ist natürlich, mit wie viel Enttäuschung wurde dir schon gegenübergetreten, Jakob? Da fällt mir nichts ein. Bei mir ist es so ein bisschen perfide, weil es kommt erstmal daher wie ein Lob. Also sie sind durchaus stolze Eltern, ja, und die sagen so, Mensch, das ist ja schon ganz gut, was du da machst. Und sie wiederholen das aber so oft, dass man merkt, wie erstaunt sie darüber sind, dass man irgendwas hingekriegt hat. Und dadurch dreht sich dieses Lob halt total in einen Punkt. An dich hätten wir wirklich als allerletzte. Dein Bruder, top seriös, ne? Aber du, dass du da irgendwie noch den Nunzen einbringst, ne? Hätten wir nicht geglaubt. Was ist bei dir? Ja, so Sätze von meinem Vater. Ja, was also, die mir so im Kopf sind. Also ein Satz beispielsweise, den er oft gesagt hat, war, wie kann ein Mensch so dumm sein?
Hat er oft gesagt. Wie kann ein Mensch so dumm sein? Und mein Vater hat manchmal gesagt, das hat mich schon sehr verletzt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber der hat immer so fies gesagt, das Ungeschick lässt grüßen. Wenn mir sowas umgefallen ist. Und dann schämt man sich ja eh schon so. Das Ungeschick lässt grüßen. Ja. Ich weiß auch, mein Vater, der hat den Dachboden ausgebaut. Und das hat er selbst gemacht, zusammen mit meinem Bruder. Die haben so ein bisschen rumgewerkt. Und ich musste da auch zum Dienst antreten. Ne? Und ich wurde wirklich permanent, so nach einer halben Stunde, entnervt, hat er mich... Komm, hau ab, geh in dein Zimmer, verpiss dich, leg die Bohrmaschine weg. So, und das zeigt irgendwie, dass wenn wir nicht den Luxus hätten, in der Branche zu arbeiten, in der wir arbeiten, wären wir richtig gefickt. Ja, total. Also jetzt gerade, wo man so handwerklich werden muss, wo man alles zu Hause alleine machen muss, klar, ich kann auch eine Lampe anschließen, aber ich habe halt permanent Angst, dass ich irgendwie gleich tot von der Leiter fall. Und diese Angst, ganz ehrlich, ich weiß nicht, welches Kabel wo reinkommt. Ich mache das nach Gefühl. Und dann haue ich die Sicherung wieder rein und hoffe, dass alles gut gegangen ist. Ich habe mal die Lampe in der Küche, wollte ich selber anbringen. Und dann bin ich auf den Tisch gestiegen, weil ich dachte, komm, steigst eben auf den Tisch. Dann habe ich eine gewischt bekommen. Das war damals ein Marmortisch und der ist in der Mitte so durchgebrochen, dass ich so durchgerumst bin. Und seitdem fasse ich mit Elektrizität nichts mehr an. Also ich habe vor nichts Angst, aber vor Elektrizität. Also irgendwie für uns drei trifft, glaube ich, zu, was so Woody Allen in Annie Hall sagt, so im Kriegsfall als Geisel verwendbar. Ja, das wäre so unser Ding. Ja. Das stimmt, ja. Gut, ich könnte ja immer noch wieder Friseur sein, so, aber das ist ja auch nicht... Ja, stimmt. Ich meine, du bist der Einzige von uns dreien, der wirklich was kann und das ist systemrelevant, alles klar. Also ist so aktuell nicht systemrelevant, die sind alle zu. Es wäre eher so, ich würde dann so, sag mal, illegal in irgendwelchen Kellern würde ich Haare schneiden. Ja. Das Problem ist, dass wenn Haare schneiden und auch Haare schneiden lassen verboten ist, darf man mit seiner schicken Frisur ja nicht raus. Das sehen ja die Polizisten dann. Das habe ich übrigens, ich habe eine Bekannte, die ist wirklich Friseurin und die schneidet mir auch sonst die Haare. Ja. Und dann habe ich heute Morgen, weil du hast ja bei Late Night Berlin wieder nicht geschafft, aus Zeitgründen mir die Haare zu schneiden. Und ich habe mit dem Gedanken gespielt, die jetzt einfach mal anzurufen und ob die mir die Haare schneidet. Da dachte ich, komm, gib hier einen Fick auf die Gesellschaft, ich brauche einen Haarschnitt. Und dann ist mir aber, Moment mal, man sieht das im Podcast und man sieht das auch bei Late Night Berlin, wenn ich auf einmal jetzt einen frischen Haarschnitt habe, das geht nicht. Und letztendlich ist praktisch diese Sendung und die andere, das Einzige, was mich abgehalten hat, jetzt zu rebellieren. Ach, wirklich? War kurz davor, ja. Also ich glaube ja wirklich, diese ganzen Sachen, ne, die sind jetzt so historisch gesehen. Lachen sich die Leute tot über uns, ne? Dass wir uns deswegen mit Corona angesteckt haben, weil man zum Friseur wollte und so Sachen. Ja, ne? Das sind so Sachen, ich komme manchmal mit der Vorstellung nicht klar, dass egal wie vermeintlich clever man sich jetzt anstellt, da rede ich jetzt nicht über mich oder über uns drei oder wie als einzelne Menschen, sondern als Welt. Ja. Egal wie schlau wir jetzt tun, in 100 Jahren oder in 150 Jahren steht das, was wir jetzt gerade machen, in irgendeinem Geschichtsbuch und die Leute lachen sich tot, wie dämlich wir waren. Ne? Da wird irgendwo ein Absatz stehen und sagen, einzelne Leute sind leider immer noch zum Friseur gegangen und deswegen ging das halt ein halbes Jahr länger nicht weg. Ja. Das wird das da drin stehen. Wir werden, und das ist Brief und Siegel darauf, wir werden die Lachnummer der Leute in 150 Jahren sein. Wirklich. Die dümmsten Leute, die je gelebt haben, die vor dem Coronavirus standen wie das Schwein vom Uhrwerk, wie der Ochs vom Scheunentor und keine Ahnung haben, was hier eigentlich passiert. Aber so sind irgendwie auch die Deutschen. Es fällt mir auch selber an mir selbst auf, wenn ich gerade einen Parkspaziergang mache, ne, dann gehe ich eigentlich nur raus, um zu gucken, welche Ficker draußen sind. Und ich glaube, und das ist meine feste Theorie, dass wir alle nur rausgehen, um zu gucken, welche Arschlöcher draußen gerade sind und zu gucken, was sie da verloren haben. Und so läuft jeder, und diese Vorstellung finde ich witzig, durch einen Park und alle gucken sich so an, ah, du Arschloch, der wohnt aber nicht bei dir, ne? Sei da schön, ah ja, ja. Aber und so geht wirklich, es weiter. Wenn man jetzt unterwegs ist, ja, dann läufst du durch den Park und man sieht auch so Menschenansammlungen, die da am Ufer sitzen oder so. Also das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Und man ist ja selbst Teil davon, aber man sieht es nicht, dass man selbst da Teil des Problems ist. Ne? Ja, und ich habe da so einen Blick. Ja, das für ist, aber das ist das alte Ding, man steht nicht in der Schlange, man ist die Schlange. Ja. Genau, und ich habe da so einen Blick inzwischen für entwickelt, dass ich sehe, okay, das ist in Ordnung, dass sie zusammenlaufen, weil die sehen aus wie in einer WG. Da wird man sehen, das sind zwei Leute, so selbst Altersspektrum, etwa gleiche Klamotten, die den Abstand halten und wenig reden, weil die haben sich nichts zu sagen, die sehen sich ja jeden Tag in der Stinkbude. Ne? Mhm. Wenn aber Leute so ganz intensiv sich unterhalten und sich dabei anlachen und noch über Gags lachen, dann sind das zwei Freunde und dann haben die nichts im Park zusammen verloren. Und die gucke ich dann auch böse an. Weil die sich, sagen wir mal, zu sehr darüber freuen, dass sie sich gerade haben. Exakt, genau. Habt ihr die Meldung gelesen, dass Berliner Polizisten hier im Park rumgelaufen sind mit einem Zollstock?
und haben bei Leuten, die auf irgendwelchen Parkbänken saßen, gemessen, ob das die vorgeschriebenen 1,50 Meter sind. Und da wird es schon wieder schön deutsch. Ja, also wir sind auch nicht gemacht für sowas. Ich meine, das sind grundsätzlich natürlich Regeln, die keiner in Frage stellt und die sein müssen. Und natürlich, klar, man muss alles standardisieren. Man kann jetzt nicht sagen, ja, so um und bei 1 bis 2 Meter. Das funktioniert halt nicht für einen Gesetzestext. Und da steht halt 1,50 und da steht nicht 1,49 oder 1,51, sondern steht 1,50, weil irgendwas muss ja reinschreiben. Mhm. Dass dann da einer mit einem Zollstock ankommt und guckt, ob das nicht wirklich 1,48 sind. Das zeigt natürlich, dass man nicht kapiert hat, wie Regeln aufgestellt sind und was man dann damit machen soll. Das heißt einfach nur, 1,50 ist das, was wir uns vorstellen. Dass wenn du 1,49 machst, wirst du nicht gleich tot von der Bank fallen. Aber, ja, das ist natürlich klar. Man muss doch einfach mal kapieren, dass man solche Regeln erstmal ausgeben muss, weil die für alle gleich sind, damit man sich daran gewöhnen kann, damit man weiß, was gemeint ist. Wenn sich alle dran halten würden, käme ja auch keiner auf die Idee, mit dem Zollstock loszuziehen, wenn man grundsätzlich verstanden hat, was jetzt zu tun ist. Aber ich finde, es gibt in unserer Gesellschaft zu wenig Regeln. Der technologische Fortschritt und die Anzahl an Regeln halten nicht, die sind nicht auf Augenhöhe. Und da kommen wir zu Kollege Schmitty und seinen Earpods. Schmitty, du bist Fan von diesen, ich weiß nicht, ich sage jetzt immer den Produkt, das sind ja diese kleinen Pinörkel, mit denen man telefonieren und Musik hören kann, ne? Von einer großen, vom großen Technikunternehmen. Und da gibt es keine Benimmregel für. Und ich muss sagen, du bist das die ganz hässliche Fratze von diesem Gerät, weil du das auf eine Weise nutzt, wie es menschenunwürdig ist. Du packst diese Dinger rein, morgens, wenn du ins Büro kommst, also noch zu Zeiten, als wir alle im Büro waren. Und dann nimmst du die nicht mehr raus. Und du gehst auch, Klaas und ich sitzen da, besprechen und sagen, setzt du dich dazu und hast aber die Dinger noch drin. Und man weiß überhaupt nicht, bist du jetzt ansprechbar? Telefonierst du parallel? Hörst du vielleicht einfach parallel ein Hörbuch? Und es ist einfach so, ich habe diese Kevin Hart-Doku auf Netflix gesehen, ne? Und Kevin Hart ist ein Muster, ist genauso ein Schwein wie du. Weil der kommt da rein zu seinen Mitarbeitern und hat grundsätzlich Kopfhörer im Kopf. Und das ist das Respektloseste, was die moderne Technik zu bieten hat. Und ich fordere erstens Regeln und ich möchte, dass wir uns heute auf welche einigen. Und ich möchte, dass du dir jetzt hier mal Stellung beziehst, was du dir dabei gedacht hast und was du dagegen tust. Eine Ergänzung habe ich noch, nämlich wirklich eine ganz druckfrische Tätigkeit von Herrn Schmitt. Ja. Das war nämlich direkt hier vor unserer Aufzeichnung. War das so, da du kamst ja ein bisschen später heute an, ne? Und wir waren, judge me. Nee, mach ich ja nicht. Aber du warst halt noch nicht da und ich stand hier so rum. Und keiner hat richtig mit mir geredet. Alle haben so da rumgewurstelt hier. Irgendwie Leute haben die Kameras aufgestellt und haben hallo und dann weg. Ne? Und ich stand so ein bisschen doof in der Gegend rum. Und ich denke, Mensch, ich bin Fernsehstar, warum ist denn keiner neugierig daraus, sich mit mir zu unterhalten? Ne? Ich habe doch bestimmt interessante Sachen zu erzählen. Und dann kam Schmidt rein, der wohl irgendwie auch schon länger da war, mit diesen Kopfhörern auf. Ja. Und hat so den Anschein gemacht, er sei in einer Konferenz. Ja. Hatte auch sein Handy in der Hand, aber er hat nie was gesagt die ganze Zeit. Und irgendwann dachte ich mir nach einer Viertelstunde, weil er stand einfach da und hat aus dem Fenster geguckt und hat diese Dinger drin. Ich möchte es mal von dir wissen. War das eine Konferenz oder hast du einfach Noise Cancelling gemacht und hast aus dem Fenster geguckt? Ich fühle mich hier wie so ein republikanischer Politiker bei Jon Stewart, so Crossfire. Also was ist denn los? Äußer dich. Ich bin großer Fan davon, ja. Und also zugegeben, ich kann es ja jetzt sagen, weil wir halt gerade keinen normalen Bürobetrieb haben. Ja. Aber manchmal könnte es sein, dass ich sie vielleicht ein bisschen länger drin lasse, als es nötig wäre. Und das heißt, eine Telefonkonferenz ist ab. Und ich lasse sie mal drin, weil man hat so Ruhe. Das ist wie Yoga für mich. Ich kann durchs Büro laufen, ich werde nicht angesprochen. Das ist nämlich der Punkt, du willst dich ansprechbar erscheinen. Du nutzt die Höflichkeit anderer Leute richtig, zu deinen Zwecken. Das ist es! Du missbrauchst die Höflichkeit anderer Leute. Schamlos. Man könnte aber auch sagen, dass im Grunde das mal weggelassen wird, was so unnötig durch den Raum geplappert wird. Nein, nix. Die Leute lesen ihre Probleme selber, die du lösen musst. Ich weiß jetzt gar nicht, warum bin ich denn jetzt hier so am Pranger? Also ich möchte jetzt, dass wir für diese ganzen ungeklärten zwischenmenschlichen Dinge jetzt eine Regel finden. Wie sieht die Regel aus mit solchen Kopfhörern? Probiert's doch erstmal aus, wie so ein Büroalltag ist, in dem man immer diese AirPods drin hat. Ich habe die Dinger doch und ich benutze die auch, aber ich mache sie dann wieder raus, weil ich möchte nicht die Höflichkeit anderer Leute missbrauchen, weil das macht man nämlich. Wenn jetzt zum Beispiel, man kennt das und das kennt ihr jetzt mittlerweile nämlich auch, weil ihr seid jetzt auch so vor der Kamera, Leute. Manchmal ist es so, man unterhält sich und einen herum wird gewurstelt sozusagen. Ja. Ne? Da wird so, werden irgendwelche Mikros angebracht, da wird dann irgendwie noch eine Lampe aufgehängt, da wird eine Kamera ausgerichtet, ein Stativ wird hoch oder runter gefahren, so
Tätigkeiten, für die man was können muss und wo wir nichts beitragen können. So ist es. Und dann sitzt man da so und unterhält sich in der Zeit und hofft dann darauf, dass dann irgendwann einer sagt, so, wir sind fertig, geht los. Ja. Und manchmal stellt man dann fest, bis man dann fragt, sag mal, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und dann sagt irgendeiner, nee, wir warten eigentlich nur auf euch. weil praktisch so höflich einem gegenübergetreten wird, dass es heißt, naja, ihr sprecht ja gerade noch, wir machen das nur zum Zeitüberbrücken, aber niemand will einen unterbrechen und sagen, wir legen los, wenn ihr Lust habt, wir wollen jetzt nicht in euer Gespräch reingehen. Und das ist das, was man sofort unterbinden muss mit der eigenen Aufmerksamkeit. Ja. Man muss selber merken, wenn alle fertig sind, dann muss man sagen, so, jetzt können wir loslegen, ohne dass man die Höflichkeit von anderen Leuten unnötig strapaziert. Und das machst du völlig systematisch mit deinen Earpods, dass du einfach die gute Kinderstube von Leuten dir zunutze machst. Leute, das ist hier der ultimative Lifehack für nervige Bürotätigkeit. So, dass man sich die Dinge reinmacht und wenn dann jemand kommt und man weiß, oh, das wird wieder Blödsinn, macht man einfach nix. Ja. Also, Regel ist, so, man darf sie nur reinmachen, wenn man auch telefoniert und danach nimmt man sie wieder raus. Anderes Problem, man kann inzwischen bei Freisprecheinrichtungen kann man wirklich super gut telefonieren, es stört nicht mehr. Ich kenne ja noch von vor 10 Jahren, dass du jemanden immer nicht verstanden hast. Und dann gibt es Leute, die haben eine lange Fahrt vor sich, rufen einen dann an und dann hast du ein extrem langes Telefonat, bis derjenige zu Hause ist. Das nervt, ja. Und du bist aber gar nicht in derselben Situation. Du bist ein Live-Podcast, wirst du missbraucht, als wärst du ein Live-Podcast. Darf das weiterhin erlaubt sein? Wie kann man das beschränken? Ja, das kann man einfach beschränken, wenn man sagt, bist du im Auto? Wie lange hast du noch? Was gibt es zu besprechen? Dass man die drei Sachen erstmal abfährt. Also eine Agenda vorgibt. Dass man sagt, wie beim Meeting, da gibt es ja auch meistens so eine Sache, die man machen muss. Übrigens, eine Sache wollte ich noch schnell sagen, bevor wir dazu kommen, zum Thema Earpods. Ich habe letztens auch von einer jungen Dame gehört, die ein Kopftuch trägt, die aber auch gerne Earpods benutzt. Ja. Und sie sagt, das ist wirklich fast unmöglich. Weil niemand sieht, dass sie Earpods drin hat und die Leute sie die ganze Zeit anquatschen. So wissen sie sich irgendwann. Und davon habe ich dann tatsächlich auch nochmal aus irgendeinem Land ein Foto gesehen im Internet, wie die wirklich einen Zettel auf der Stirn hat, wo drauf steht, ich trage Earpods, lasst mich in Ruhe. Das muss doch vereinbar sein mit Dingen, die man gerne machen möchte, wie zum Beispiel ein Kopftuch tragen, wenn es einem wichtig ist. Ja. Muss man jetzt mittlerweile dran schreiben, ich habe Earpods im Ohr, lasst mich bitte in Ruhe. Ne? Ja, aber das mit diesen langen Autofahrten, das stimmt. Man muss eine Agenda vorgeben und man muss ein Kopftuch tragen. Du kannst jetzt nicht zum Islam konvertieren, nur damit du deine Earpods wieder in Ruhe tragen kannst. Wenn ihr jetzt den einen Trick aufgedeckt habt, muss ich irgendwie eine nächste Stufe zünden. Ja, aber ich finde, also das glaubt mir jetzt kein Mensch mehr, dass ich telefoniere. Ja, immer wenn ich so mache, denken sie glaubt dir vor allen Dingen kein Mensch mehr, dass du nochmal Moslem wirst. Also, das muss jetzt dafür isst der Bub zu gern Fleisch, ne? Und vom Schwein am liebsten die Leona. Ja, lecker. Mm. Aber ich finde, das Problem, das du ansprichst, das eine ist ein Lifehack. Das andere ist wirklich eine Frechheit. So, die ist langweilig auf der langen Autofahrt nach Hause und ich möchte da auch Namen nennen. Ich möchte einen Namen nennen, der noch nicht gebiebt. Es ist Hannes Hiller, der ist Unterhaltungschef von ProSieben. Der hat jeden Abend hat er einen langen Heimweg, der fährt von München nach Augsburg und der nutzt uns immer, um durch diese Autofahrt zu kommen. Du weißt, wenn um 18 Uhr Hiller klingelt, dann kommst du vor 7:30 nicht aus diesem Telefonat raus. Und dann sagt er so, ja, war jetzt spannend, ich bin jetzt aber gerade hier in der Einfahrt, wir hören uns morgen. Ist ja jetzt auch alles nicht so schlimm, wichtig. Ne? Und das macht er seit Jahren. Und mittlerweile, Hiller, ich gehe nicht mehr ran. Wenn es um 18 Uhr klingelt, keine Chance, Laden geschlossen. Also ich gehe da gerne ran, weil ich freue mich auf die Gespräche mit unserem Hannes Hiller. Für mich ist das immer toll, dass wir so einen engen und herzlichen Kontakt zum Wie Hiller lässt haben. Du mich denn jetzt wieder hier hängen, ey. Nee, ich möchte einfach nur mal sagen, wie ich das sehe. Jeder kann das ja sehen, wie er sieht. Ich freue mich darüber, dass wir so ein enges Verhältnis haben zu den Leuten im Sender, dass wir da Hand in Hand arbeiten. Klar, kann der Sender jederzeit anrufen. Jederzeit. Auch um 18 Uhr, wenn ich sage, manchmal rufe ich um 18 Uhr an und sage, Hannes, bist du gerade im Auto? Können wir reden? Hast du Zeit? Ich habe Zeit. Ja. Das ist so. Vielleicht haben die Zuschauer oder die Leute draußen auch noch andere Sachen, die man dringend mal klären müsste, können uns ja anschreiben. Aber da hast du mich drauf gebracht. Und zwar bist du jemand, der gern auch mal aufs Handy schiert. Und zwar nicht aufs eigene, sondern aufs Fremde. Ja. Das ist etwas, ich meine, dafür gibt es auch keine Regel. Es gibt im Gesetz das sogenannte Briefgeheimnis. Es ist also verboten, fremde Post zu lesen. Ja? Jetzt ist Post irgendwie durch die Digitalisierung auch immer langweiliger. Also es kann gerne mir jemand auf den Rollerprospekt gucken. Joko hat sich mal so eine Hülle. Die habe ich auch bestellt. Die habe ich auch bestellt. Die liegt noch im Büro, wo ich nicht mehr hinkomme. Die liegt da und die werde ich auftragen. Auch fürs Fliegen im Flugzeug ist es tatsächlich ein Problem. Das ist eine Folie, machst du drauf und dann kannst du nur praktisch direkt frontal raufschauen und
Leute, die so einen Blickwinkel haben von der Seite, denen ist das praktisch verspiegelt. Weil auch im Flugzeug Leute wirklich dreist mitlesen. Ja, ich mach das und immer. Du bist, wie gesagt, auch so ein richtig, sogar ein stolzer Mitleser. Du bist auch noch stolz darauf. Ja. Du bist wie Claudia Obert, ne? Du würdest auch lauschen. Du Nadde! Ich lausche auch manchmal an TV-Projekten. Du Nadde! Aber was müsste da die Regel sein? Also die Regel eure Vorschläge. Also bitte. Ich finde, das, was ich übrigens das Lustigste, wo ich mal das gemacht habe, war im Zug, saß jemand vor mir in der Reihe. Das ist gut, das mache ich aber auch, wenn man es da nicht merkt, wenn man so durch den Schlitz guckt. Nee, nicht durch den Schlitz, sondern das war abends und es hat sich gespiegelt. Ah, sehr und gut. In der Scheibe. Hat, ja, genau. Und ja. Der Typ hat sich da Tittenfilme angeguckt. auf seinem Handy. Ne, und da hat ausnahmsweise das ICE-WLAN mal funktioniert. Ja. Und das ist auch dachte halt, das kriegt keiner mit. Ja. Und das konnte man über den Spiegel sehen. Ne? Und das war so richtig so ein Geschäftsmann. Denn irgendwann bin ich dann mal zum Bordbistro, laufe wieder zurück und gucke der kleinen geilen Napper da in die Augen. Nade. Und denkt natürlich, er guckt mich dann so seriös an, wie so ein seriöser Herr. Und ich weiß ganz genau, was er gemacht hat. Ne? Würdet ihr meine Petition unterschreiben, dass es verboten wird, da drauf zu schauen? Nee. Würde ich ja, nie du nicht, ja, aber da brauche ich extra die Folie für 10 Euro. Ich bin neugieriger Typ, es gibt ja auch Leute, ja, aber du kannst ja auch nicht bei mir in den Schrank gucken, wenn du bei mir zu Besuch bist, auch wenn du neugieriger Typ bist. Wenn es gibt wir doch beim Promi-Dinner sind, darf ich da reingucken. Ja, dann ja. Und auch bei hier, wie heißt es, Shopping Queen, darfst du auch reingucken, ja. Meine Kleider anschauen, ob die dir passen. Ja, also ich weiß, macht man eigentlich nicht und so, aber ich bin neugieriger Typ, war ich immer schon. Und ich will dann auch wissen, mit wem du da schreibst. Ich kenne dich ja mittlerweile auch gut. Ich finde, ich habe auch ein bisschen Anrecht darauf zu wissen, mit wem du da schon wieder schreibst. Oder? Nee, hast du nicht. Ich hab auch eine Privatsphäre. Mann. Apropos Schreiben. Mein Postfach wurde überflutet von einer Frage, die an Schmitty geht. Und ich würde gerne die Technik-Ecke noch einmal öffnen. Oh ja, bitte, ich will komm, auch. Hau das mal. War letzte Schmitty, Woche. Es sind technische Fragen. Und ja. Die Leute suchen inzwischen, weil du nicht antwortest, suchen die Leute den Weg über Klaas und mich und fragen uns die Sachen. Und es ist unsere Bürgerpflicht, das zumindest an dich weiterzuleiten. Komm, einmal Technik-Ecke. Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke, hier ist für jeden was dabei. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, Schmitty, und ich zeige das jetzt mal einfach ganz manuell. Warum hast du das Ding aufgezogen? Na, dann sieht man nicht, was ich denke. Aber nicht gleich ein Kind aus dem Fenster halten. Du klingst wie so ein Losverkäufer, der sich ein Taschentuch übers Mikro macht. Kommt dir dieses Bild bekannt vor, Schmitty? Kennst du die handelnde Person? Das ist meine liebe Katze, so. Die Fine. Und die sitzt da wie ein Mensch, würde Joko sagen. Ja. Ist ja lustig, wie ein Mensch, obwohl es eine Katze ist, ja. Sitzt sie da wie ein Mensch. So, aber für deine Katze haben sich die Leute einen Dreck interessiert, nicht aber dieser Fernbedienung. Also ich habe ungefähr 10.000 Fragen bekommen. Was ist das denn für eine Fernbedienung? Bitte frag Schmitty, was das für eine pfiffige Fernbedienung ist. Interessiert man sich denn jetzt neuerdings für Fernbedienung? Das frage ich mich auch. Also da sieht man die Absurdität dieser Rubrik. Mach mal hier. Das Ding ab, man hört dich ja gar nicht. Als wenn du aus dem Kofferraum da deine Fragen beantwortest. Also willst du jetzt dazu berichten, was es für eine Fernbedienung ist? Nee, willst du natürlich nicht. Bitte berichte, was es für eine Fernbedienung ist, damit die Leute dann auch aufhören können, uns zu schreiben. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt öfter mal vorangetreten und habe dann irgendwas geliefert, damit ihr was zu lachen habt. Ne? So, und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute dann aufhören. Doch, ich habe das Gefühl, das geht einfach weiter und wird immer schlimmer, je öfter man diese Rubrik macht. Nein, nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwann ist so eine Sättigung da, an Technikwissen und dann hört das auf. Ja. Wenn man nur immer beantwortet. Du flattest die Curve gerade. Ja, genau. Meint ihr? Ja. Du flattest die Curve. Also. Das ist einfach nur eine Logitech Harmony Elite Fernbedienung, indem man im Grunde ganz ist normal. Für feine Fernsehzuschauer, die zur Elite gehören. Oder wer soll die nutzen? Ich habe ein paar technische Geräte zu Hause, das ist auch kein Geheimnis, das habt ihr auch. Und da hat man früher oder später den ganzen Wohnzimmertisch voller Fernbedienungen. Ganz normal. Ich hatte ohne Scheiß 12 bis 14 Fernbedienungen da. Warum? Ja, wie warum? Was DVD-Player, denn? Blu-ray-Player, Ultra-HD-Player. Player, PlayStation, Fernsehen, Telekom Entertain. Warte mal, war es das schon?
Schmitty ist TV-Prepper. Er hamstert deine Geräte. Und das hat mich genervt, dass dann irgendwie 12 bis 14 Fernbedienungen da waren. Dann habe ich gedacht, so, was gibt es denn so auf dem Markt für Universalfernbedienungen? Ja. Und das ist eine, die hat noch so ein Touchscreen. Mhm. Da kann man dann so geil einprogrammieren mit einem PlayStation-Zeichen. Muss dann einfach nur draufdrücken, aha, PlayStation. Das kommt jetzt alles rüber wie Werbung. Ist Werbung, für die ich kein Geld kriege. Aber es ist wirklich einfach eine super Sache und ich habe jetzt statt 14 Fernbedienungen habe ich diese eine und da ist alles drauf programmiert. Ist das jetzt so spektakulär? Muss man da jetzt weiter nachforschen? Na, ich habe es beantwortet. Wir sind hier auch ein Service-Podcast und die Leute haben Recht darauf zu erfahren, was es für Gadgets gibt auf dem Markt und denke, da hat man heute was kennengelernt. Hast du denn noch einen Tipp für uns? Hast du da noch einen anderen Techniktipp für uns, den du uns mal vorstellen kannst? Was können wir uns denn noch kaufen? Gibt's da noch irgendwas? Weil guck mal, wir können ja da gar nicht nachfragen, weil wir ja noch nicht mal Ahnung haben. Wir sind, selbst als die Journalisten, die dich zur Technik befragen, sind wir noch zu unausgebildet. Wir können ja nicht mal interessante Fachfragen stellen, weil wir gar keine Ahnung haben. Du musst wirklich uns mal überraschen. Du bist für uns wie die IFA. Du kommst, machst die Tür auf und sagst, das wurde jetzt übrigens entwickelt, ich habe das. Und wir wollen staunen. Wir wollen staunen. Wir sind die Typen, die rumlaufen mit so großen Tüten und Und nur Kulis drin sind. Und Kulis und Aufkleber sammeln. Ja. Über was können wir denn jetzt noch staunen, Schmitty? Ich glaube, ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Ich ziehe ja demnächst um. Ja. Das haben wir erwähnt schon öfter. Und ich informiere mich gerade sehr und bin schockiert, wie gering der Stand der Technik da ist, wie man die Vorhänge elektrisch auf- und zuziehen kann. Oh. Es gibt so ein paar Anbieter, aber da muss man schon arg wühlen im Internet. Und so richtig habe ich noch nicht rausgefunden, wer das kompetent über eine App gesteuert macht. Dass man morgens in das Wohnzimmer reinkommt und automatisch angepasst, vielleicht mit einem Bewegungsmelder, gehen die Vorhänge auf. Das ist mein Traum. You got me by hello, heißt es in einem berühmten Film. Also das will ich auch haben. Und ich möchte deinen bitteren Appell hier unterstützen an die Hersteller. Bitte entwickeln sie schnell. Also das würde mich sogar mehr interessieren als jeder Impfstoff. Dass da relativ schnell eine App jetzt auf den Markt kommt, wo ich das... Siehst du, das ich habe dich gekriegt. Bei bestimmten Sachen, also da denke ich jetzt natürlich immer noch Quatsch so, ne? Aber wenn jetzt hier irgendwie so ein Heini wie er mal zu mir kommen würde und mir das alles einstellt, ich muss da jetzt nicht daneben stehen, weil mich das alles nervt. Und dann würde es intuitiv funktionieren, wenn ich dann wieder komme. Ich sage, ist er weg? Gut, dann komme ich nach Hause und dann funktioniert alles. Das finde ich natürlich gut. Bei mir ist es so wirklich, wenn ich ins Bett gehe, ich muss da wirklich eine halbe Stunde, bevor ich müde bin, muss ich sagen, ich gehe jetzt ins Bett, weil ich noch eine halbe Stunde übers Licht ausmachen muss. Weil du keine Universalfernbedienung hast. Nein, natürlich nicht. Und ich habe nicht mal irgendwie das Einfachste, was man machen kann, nämlich einfach so mit einem Knopfdruck alle Lampen aus. Sondern ich laufe rum und in irgendeiner Ecke steht dann doch wieder noch eine Lampe. Und wo ist der Schalter dahinter der Heizung irgendwo? Da muss ich völlig den rausziehen. Horror. Habe ich auch einen Knopfdruck oder einen Siri-Befehl, dann ist bei mir alles. Ich habe auch auf der Universalfernbedienung, ich drücke auf Fernsehen. Und dann dimmt sich das Licht genau so, wie es sein muss, damit es perfekt ist für den Fernsehgenuss. Also ganz ehrlich, also wenn ich noch eine Kraft bin, die diesen Podcast hier unterscheidet von Joko und Pauls Luxuskram, ne, die auch immer sich darüber unterhalten, was alles Geiles sie haben, liebe sie Grüße. Kaufen werden, ja, sehr liebe Grüße. Ich möchte hier innerhalb dieses Podcasts das Gegengewicht sein zum ganz normalen Ausknipser. Also bei Schmitty. Ich bin ganz handelsüblicher Knipser. Ich bin Knipser. Ja. Ich gehe los und knipse die Lampen aus, so wie 1950. Also in Schmitts Technik-Ecke gilt die Maxime, Luxus muss nicht teuer sein. Ich rede hier nicht von Tausenden von Euro, die man investieren muss. Das sind mittlerweile ganz einfache Geräte, die nicht teuer sind. Schön. Das ist irre. Letztens fiel mir eine Situation wieder ein. Und da dachte ich wirklich, da träume ich die oder hat die wirklich stattgefunden? weil man wird ja manchmal gefragt, was sind so die skurrilsten Momente der Laufbahn, des Fernsehens oder sonst wie. Und man kommt dann nicht so schnell drauf, ne? Und dann fiel mir aber ein sehr skurriler Moment wieder ein, den ich mit Joko gemeinsam erlebt habe, vor einigen Jahren, das war noch zu MTV-Zeiten, und etwas, was man so gut eigentlich nicht dokumentieren konnte, wie es tatsächlich stattgefunden hat. Wir waren gemeinsam unterwegs beim sogenannten Gumball Race. Ah ja. Könnt ihr euch daran erinnern? Das ist so ein Autorennen von so durchgeknallten einmal um die ganze Welt. Wir kannten da irgendwen, der uns da so reingeschleust hat. Und dann haben wir für MTV einen Beitrag da gedreht, haben das auch alles selber gemacht und waren also auch mit dem Auto unterwegs. Da startest du in London,
fährst dann irgendwie sonst wo lang, keine Ahnung, irgendwann auch mal durch Deutschland und dann bist du irgendwann jetzt nach Schweden hoch und so und von da aus fliegst du dann rüber nach Amerika, nach Kanada und endet irgendwann in New York. Und das Ganze geht nur 7 Tage, also man hat da eine Menge wegzufahren und so, dann werden die Autos alle rübergeflogen. Also richtiger Superquatsch von so Menschen, die dann da mit einem vergoldeten Ferrari da mitfahren und so. Und es ist auch eine sehr interessante Truppe, die da zusammengestellt wird, die das dann auch macht. Das ist natürlich arschteuer, wir haben nichts bezahlt, weil wir dann da so drüber berichtet haben und daher mitgefahren sind, auch dann mit dem Auto von Europcar sind wir damit, bis wir uns erwischt haben. Ne? Und dann sind wir durch Deutschland und wollten das machen und dann fiel auf, ach so, Autorennen auf deutschen Autobahnen ist ja verboten. Darf man gar nicht. Das heißt, es mussten dann spontan all diese Autos auf so Hänger geladen werden und dann mussten all diese Menschen, die da mitgemacht haben, in so alte, so richtig so Busse, mit denen man auf Klassenfahrt fährt. Meierreisen, so in der Art. Ne? Und wir fuhren und fuhren und dann fuhren wir tatsächlich in meiner Heimat vorbei. Ungefähr in meiner Heimat, bei Vechta. Ja. Vechta ist ungefähr da, wo Oldenburg ist. Ne? So. Und ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich kenne auch diese ganzen Tankstellen aus meiner Kindheit, weil wir da natürlich rumgefahren sind. Überall waren Verwandte und Freunde und so. Und ich kenne dieses ganze Land und ich kenne teilweise die einzelnen Raststätten, an denen wir vorbeigefahren sind. Mhm. Und dann war es so, dann sagten die Busfahrer dann irgendwann, tut mir leid, wir müssen jetzt unsere gesetzliche Pause machen von 2 Stunden. Ja, ja klar. Mhm. Natürlich. Und dann sind also die Busfahrer mit diesen ganzen Leuten, ich beschreibe gleich, wer das alles ist, in Vechta, in meiner Heimat, an eine Tankstelle gefahren und dann mussten wir da einfach so 2-3 Stunden abhängen. Die ganzen Multimillionäre mit ihren Luxuskarren, mit dem goldenen Lamborghini und... Exakt, in meiner Heimat. Und man wünscht sich ja immer, dass man so als 12-Jähriger wünscht man sich ja immer, dass man so richtig coole Freunde hat. Ja. Und dass dann so die Coolen von der Schule einen dann sehen und man denkt, guck mal, was ich für coole Freunde habe. Ne? Ja. Und jetzt war so eine Situation, wo ich dachte, hoffentlich fährt irgend so ein Arsch von früher mit seinem tiefer gelegten Fiat 500 mit Unterbodenbeleuchtung, auf den man damals schon immer so stolz war. Irgend so ein Penner von der Realschule, auf der ich war, der soll jetzt hierher fahren und soll sich Kippen kaufen und soll sehen, mit wem ich hier bin. Spoiler, es ist nicht passiert, es ist keiner gekommen. Aber ich war vorbereitet. Bei mir war Exhibit. Nein, der Rapper. Der Rapper Exhibit. Bei mir war die Herrscherfamilie von Katar. Nein. Die waren mit dabei, die Söhne oder irgendwie Verwandte von denen. Dann war mit dabei von Cypress Hill, DJ Max war mit dabei und Tony Hawk. Und eine Menge Scheichs, die ich nicht zuordnen konnte, die in Scheißklamotten da rumgelaufen sind, wo wir noch Ärger bekommen haben, weil Joko die noch gefragt hat, ob sie sich ein bisschen zu Hause fühlen hier an der Tankstelle. Es ist ein astreiner Gag. So, astreiner Gag. Und da stand ich dann nun also und die Scheichs haben wild rumtelefoniert, weil die das natürlich nicht aushalten konnten, dass die in Vechta an der Tankstelle, an der Raststätte, also einer richtigen Sunny-Fair-Scheiß-Raststätte, standen die dann da und waren da gefangen. Und was macht so ein Scheich? Dass die auch scheitern an so deutschen Busfahrerreden. Ja. Die haben alles Geld der Welt, reicher als Gott. Ne? Und da kommt aber hier der Helmut. Die haben dann probiert, einen Helikopter zu besorgen und es hat nicht geklappt. Da kam kein Helikopter. Irgendwie haben sie dann out of nothing, kam dann auf einmal so eine Dreiergruppe Maybachs angefahren. Nein. Und hat die abgeholt und zur Grenze gefahren. Da haben die dann auf uns gewartet. Ne, die anderen sind da geblieben, aber da sind dann die Scheichs eingestiegen. Keine Ahnung, in ganz Vechta war noch nie ein Maybach. Keine Ahnung, wo sie den auf einmal hergezaubert haben. Es war völlig absurd. Und dann macht man halt das, was man so macht an der Tankstelle, wenn man nichts zu tun hat. Ne? Tony Hawk steht da, kauft sich Gummibärchen aus Langeweile, isst die so nacheinander, bis ihm so ein bisschen schlecht wird von der Gelatine. Dann steht man da so, weißt du, und tippt so mit dem Fuß so auf dieser Bordsteinkante da so rum. Und dann macht er so ohne Skateboard, hat er dann so wie so Skateboard-Tricks gemacht, aber ohne Skateboard ist der da so rumgehüpft. So aus so Langeweile irgendwie. Hast du moderiert so vor dem Klohaus? Nee, ich stand da einfach und ich dachte, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Ne? Wie konnte das denn jetzt passieren? Ne? Mega gut. Es ist niemand vorbeigekommen. Schade. Ja, und ich hätte ja auch niemanden anrufen können. Ich hätte ja auch nicht sagen können, komm mal schnell vorbei. Ich bin hier mit Exhibit Tony Hawk und der Herrscherfamilie von Katar. Die hätten ja sofort einen Arzt geschickt, der mich einweist. Ne? Ich hätte geendet wie Gustl Mollert. Nicht, dass die hättest du auch mit nach Hause. Du hättest deine Mutter anrufen können und die hätte die alle eingepackt und so, keine Ahnung, was isst man bei euch so? Ja, bei uns, also ich hätte mich über Kohlrouladen gefreut. Ja, siehst du, Kohlrouladen. Ja, aber meine Mutter wäre da sehr unbeeindruckt gewesen. Der wäre es egal gewesen, wäre ihr hier die Arbeit mit den Kohlrouladen
Mirkuro-Laden macht. Sie hasst es, Mirkuro-Laden zu machen, weil das eine Mordsarbeit ist. Und da hätte sie jetzt auch nicht gesagt, na wenigstens ist Exhibit die. Also meine Mutter hätte die alle eingeladen. Das stimmt. Da hätte es Leona gegeben, da wären noch die Fenster geputzt worden, wenn Tony Hawk vorbeikommt. Ja. Das stimmt, ja. Sag mal, Schmidti, jetzt wird es ja immer wärmer, der Frühling steht eindeutig vor den Toren. Wäre dir das recht, wenn wir die nächste Sendung, wenn Klaas und ich da Flipflops tragen würden? So, wir beenden jetzt die Sendung, weil wir sind schon übers Ziel hinaus. Nein, Klaas und ich, wir können nur jetzt Flipflops tragen, weißt du, wir könnten die immer dann so auf den Tisch machen. Ich verstehe, was du hier vorhast, aber da kann ich nicht mitmachen, weil ich das genauso sehr hasse wie Schmidt. Ich gehe sofort raus, wenn du weiterredest. Ich würde mir auch nochmal die Füße frisch machen. Schmidt, jetzt hab dich doch nicht so wegen die Parfüms her. Das ist doch nicht schlimm. Nee. Ja. Du, ich verstehe ein bisschen. Ich habe versprochen, dass ich heute unseren Schmidt ein bisschen provoziere, aber ich habe mir mehr von selber versprochen. Ich dachte, es trägt zur Unterhaltung bei, weißt du? Nee, in der Therapie bringen sie ihm bei, dass er erstmal weggehen soll. Er soll erstmal dreimal durchatmen, ne? Dreimal durchatmen, der geht jetzt nicht raus. Nicht handgreiflich werden wie früher, wo mir auch durchaus die Hand ausgerutscht ist. Jetzt ist er in seinem Programm praktisch. Ne? Naja. Also ich möchte in dieser Stimmung dann, dass wenigstens zwei von drei Leuten jetzt mal Tschüss sagen ordentlich. Ne? Ja, wir sagen Schmidt ist jetzt draußen und schreit sich ein bisschen in die eigene Jackentasche. Ja. Das hat er so gelernt, das muss man sagen. Das ist ein ganz Schritt, das ist aus einem Programm. Ja, das ist und wir wollen ihn unterstützen, auch als Freunde. Genau. Wir sind für dich da, Schmidt. So sieht's aus. Also, macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Mir hat's Spaß gemacht. Frohe Ostern wünsche ich. Obi et Orbi. Das ist mein Ostersegen. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse. Ubi und Obi. Tschüss. Tschüss.